Hey, Sarge, warum müssen wir uns den Mist hier eigentlich dauernd anhören? Weil ich der Chef bin, deshalb. Oh Mann, du redest wieder mal nur Schwachsinn heute. Und außerdem bist du sowieso nicht mein Boss. Hey, was ist denn das? Das wird unsere neue Kühlerfigur. Voll erwischt. Hast du den Köter von so einem armen Kerl erlegt, Sarge? Das ist ein Zerglin-Lester. Eine Art kleiner Zerg. Die würden sich nie so weit raustrauen, außer... Oh, Scheiße. Ich liebe dich, Sarge. Empfange Übertragung. Kommunikationsverbindung aufgebaut. Ich habe Ihre Nachricht erhalten, Magistrat. Und ehrlich gesagt, ist es mir völlig egal, was Sie zum Thema Regeln und Gesetze der Konföderation zu sagen haben. Ihr verdammten Hinterwäldler seid doch alle gleich. Ihr wisst nicht, wo eure Loyalität liegt. Also dann mal einen schönen Tag, oder wie man bei euch sagt. Ende der Übertragung. Der von Ihnen angeforderte Bericht ist fertig. 16 Außenstationen berichten über Sichtung der außerirdischen Invasoren. Diese wurden inzwischen als Zerg identifiziert. Die Konföderation hat alle aktiven Milizen unter Arrest gestellt und geht weiterhin jeder Konfrontation mit dem Zerg aus dem Weg. 3 Stationen sind bereits in die Hände der Zerg gefallen. Es war nicht möglich, irgendwo militärische Hilfe aufzutreiben, mit einer Ausnahme. Die Extremistenorganisation, die sich Sons of Korhal nennt. Ihr Verbindungsoffizier wartet auf der anderen Leitung. Guten Tag, Magistrat. Mein Name ist Arcturus Mensk und ich vertrete die Sons of Korhal. Sie kennen natürlich die Propaganda, die die Konföderation über meine Gruppe verbreitet. Aber Sie stehen in dem Ruf, hinter die Kulissen sehen zu können. In der Vergangenheit haben wir niemals sehr lange an einer Stelle operiert, aber diese Zerg machen nicht den Eindruck, als ob sie lange fackeln würden. Ich habe Ihnen ein Angebot zu unterbreiten, Magistrat. Wie wäre es, wenn ich Ihnen unter die Arme greifen und ein paar Transporter runterschicken würde, die bei der Evakuierung von Überlebenden helfen? Sie wissen natürlich, dass meine Organisation außerhalb der Gesetze der Konföderation operiert. Das ist auch der Grund, warum die Regierung Lügen und falsche Informationen über uns verbreitet. Wenn Sie unsere Hilfe annehmen, gelten auch Sie als Verbrecher. Aber Sie haben die Chance, diese Leute zu retten. Jetzt heißt es Farbe bekennen, Magistrat. Ende der Übertragung. Roter Alarm. Evakuierungszone wird von den Zerg-Streitkräften angegriffen. Notsignal aktiviert um 12:20. Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play StarCraft. Jetzt nach 4 Sekunden Zwischensequenzen und Gesprächen geht's also endlich los. Wir müssen 30 Minuten lang überleben, das heißt, das wird auf jeden Fall ein Zweiteiler. Hey, das Ding da brennt! Schickt man WBF raus zur Reparatur und wenn er dann schon da ist, kann er meine Maschine auch gleich mit reparieren. Ja. Erstmal ihr dahin. Na, nicht ganz. Halt, stopp. Du? Oh Mann, komm her. Du kommst gleich mal rüber, sobald du das abgeliefert hast. Bob, danke. Jetzt kommst du her, reparierst meinen schlingen Bunker. Wenn's zu haarig wird, können wir uns ja immer noch in den Bunker verziehen. So, ihr da rein. Habe ich da oben auch Bunker stehen? Da steht auch schon einer. Kann's kaum noch erwarten. Ihr drei da rein. Warte auf Befehle. Ah, dieses Fenstergespiel ist echt ätzend. Hat er den Bunker repariert? Jawohl, gut, dann reparierst du jetzt bitte den Adler. Da geht's schon los. Die ersten Zerg sind unterwegs. Das heißt, wir drücken hier gleich mal einen zweiten Bunker rein. Ich muss mich jetzt hier einfach im Endeffekt nur einmauern. Nicht genügend Mineral. Ach ja, ist ja gut. Vorher dran denken können. Auf jeden Fall nochmal ein paar WBFs, dass ich hier schneller bauen kann. Na komm, jetzt scroll da schon rüber, Mensch. Achso, ich bin schon ganz an der Kante. Ja gut, okay. Ich scroll lieber mal weiter mit der Tastatur, das ist wahrscheinlich dann doch besser. Melde mich zum Dienst. So, du hier. Drücken wir noch einen rein. Gut, der Bunker ist auch durch. Dann immer her. Befehle?
So, jetzt wirst du hier oben benötigt. Und darfst hier nochmal einen Bunker hinstellen. Obwohl, ich habe gar nicht genug Marines, um die Bunker zu bemannen, ne? Dann lassen wir das mal sein erstmal. Dann kommst du mal hierher und sammelst erstmal mit. Hab's vernommen, Sir. So, du hier rein. Zack. Das ist eigentlich eine ziemlich langweilige Mission. Wenn man da wirklich nichts macht. Wenn man da wirklich nichts weiter macht, als hier 30 Minuten durchzuhalten, was nicht allzu schwierig ist. Ah, shit. Hätte ich nicht tun, halt, statt, dann brechen wir den wieder ab. Jetzt brauchen wir erstmal die Vespin-Raffinerie. Eigentlich brauche ich es nicht, aber es ist halt, ich muss halt irgendwas mal machen über die ganze Zeit hier. Deswegen brauche ich jetzt einfach die Vespin-Raffinerie und zwei WBFs. Der Marine, der hier oben steht, hält auch noch ein bisschen mit drauf, das passt schon. Und wenn es hart auf hart kommt, kann ich immer noch ein WBF zur Reparatur schicken. Aber die U-238-Geschosse wären echt gut. Aber da brauche ich zu viel für. Zu viel Vespin-Gas, zu viel Ressourcen. So, noch einen bauen. Und jetzt fehlt nämlich genau ein Kristall. Zack. So. Hier wird er absammeln. Ich werde wohl auch keine Spinnenminen erforschen, das brauche ich nicht. Hier sammelst du ja auch. Noch einen mehr, bitte. Und noch ein WBF. Und das WBF, was hier nachkommt, das baut dann erstmal ein paar Depots, weil ich ja noch ein paar Marines brauche. Jetzt bin ich nämlich ziemlich aufgeschmissen. So, hier wird schon zwei Bunker. Dann schicke ich den mal hier oben rauf. Um die Verteidigungsstellung zu verstärken. Du holst hier noch mehr Kristalle. Dir genügend. Hier, so, du baust jetzt bitte noch Versorgungsdepots. Dann kommt Zerg. Das sind aber nur ein paar Zerglinge. Und ein Hydralisk. Oh. Bitte mal wieder hier oben rauf. Danke. So. Warte, der war voll bemannt. Der auch. Dann müsste ich gleich mal eben, wenn der fertig ist, hier schicke ich den mal eben hin, um den Bunker zu reparieren. Oh ja, ja. Reparieren mal den schlichten Bunker. Das ist was? Noch ein Adler. Den stellen wir auch mal hier oben mit hin. Das war's. Dann muss ich noch ein paar Raketentürme dazu bauen. Das war's schon? Das war's schon. Okay, alles klar. Dann baust du jetzt hier oben einen weiteren Bunker. Genug Geld ist ja da. Zack, so. Und dann bilden wir hier nochmal vier Marines aus. So. Warum Marines keine Feuer und keine Feuerfresser? Ganz einfach. Marines sind billiger, die kosten nämlich kein Vespin-Gas. Und außerdem können die Feuerfresser keine Flugeinheiten angreifen. Deswegen die Bunker. Commander. Ich überlege gerade, ob ich hier schneide in der Mitte oder ob ich die Mission am Stück durchspiele. Bin dann noch unentschlossen, können wir eben die 238-Geschosse entwickeln. Damit die Marines eine etwas höhere Reichweite haben. So, der Bunker war fertig. Dann kommen wir her hier und bauen wir noch ein Depot. Da kann ich nicht bauen. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Ja, was ist hier los? Ach. Ja, Hydralisken. Zwei Stück. Der wird wohl dann erst feuern können, wenn die Verbesserung fertig ist. Kann ich gleich mal wieder ein paar Bunker reparieren. So, da sind die vier. Wieder rein hier. Mit den drei Adlern hier unten sollte das eigentlich verteidigt genug sein. Na komm, bau das Ding fertig hier. So lange kannst du. Na, also. Dann reparier mal den hier. Dann will ich die nächsten vier Marines aus. Die sind vier bitte, nicht fünf. Ich baue die immer Bunker für Bunker. Und vier Stück passen halt in den Bunker rein, also baue ich nur Vierergruppen. Auch wenn ich fünf Stück bauen könnte. So, dann machen wir einen zusätzlichen Raketenturm hier hinten hin. Nimm ich dorthin.
voll und voll. Gut, sehr schön. Und sobald er fertig ist, melde mich zum Dienst. Drücke ich den nächsten Bunker hinterher. Alles fertig. Jetzt baust du bitte noch einen Bunker, und zwar dorthin. Und die drei Bunker genügen dann eigentlich zur Verteidigung. Dann drücken wir hier oben noch einen Bunker dazu und auch noch ein paar Raketentürme und dann ist es eigentlich genug. So, jetzt habe ich hier, wenn da oben der dritte Bunker steht, hole ich mal... Was soll sein? Ja, ich kann mal einen Adler runterholen. Neue Problemo. Alles fertig. Kann's kaum noch erwarten. So, ihr vier hier rein. Verstanden. Du baust noch einen Raketenturm, nämlich dahin. Dann hier nochmal vier. Wo denn? Ach da, oh Gott. Deswegen sagte ich, ich muss hier noch ein paar Raketentürme bauen. Weil die Jungs hauen gleich rein. Okay, hier, dann reparierst du mal den. Dann setzen wir da noch einen dazu. Dann habe ich da nämlich vier, fünf Stück stehen. Das sollte eigentlich genug sein. Zusätzlich zu den Bunkern. So, komm, machen wir hier einen hin. Zusätzlich. Du hierher. Und Position halten. Damit er mir nicht irgendwo abhaut, sondern wirklich nur von hier aus kämpft. Und da muss ich gleich mal eben die Oberseite hier besser schützen. Denn noch habe ich hier nicht wirklich was gegen Flugeinheiten stehen. Alles fertig. Können wir mal einen WWF bauen, ne? Ja, Sir. Brauche ich aber nicht. So, du musst nochmal hier einen Raketenturm hin. Und, ach komm, drücken wir noch ein WBF hinterher. Ich wollte eh noch ein Depot bauen. Das passt schon ganz gut. So, dann machen wir Waffen-Upgrade. Rüstungs-Upgrade brauche ich nicht, weil die ja eh in den Bunkern stecken. So, dann drücken wir noch rein hin. Stimpaks brauchen wir auch nicht. So, das war der Raketenturm. Dann baust du bitte einen Bunker. Hier hin. Haben wir da auch drei Bunker stehen? Und dann sollte das eigentlich genügen. Um diese letzten 16 Minuten noch durchzuhalten. Alles fertig. So, alles fertig. Das Ding ist auch durch. Sehr schön. Dann baust du nochmal einen Raketenturm. Alles fertig. Nämlich dahin. Melde mich zum Dienst. Hast du auch noch einen Raketenturm? Nämlich hierhin. So, was sind die vier Marines da? Den Bunker bemannen, bitte. Ja? Da noch. Ist was? Ist hierhin. Du fährst dahin. Melde mich zum Dienst. Ah, okay, hier brauche ich mal eben einen WWF. Reparieren wir die Kiste hier. Habe ich hier unten nicht eben noch. Ach, da steht er rum. Du musst mir einen Raketenturm bitte dorthin. Einfach um noch ein bisschen mehr Schutz gegen Luftangriffe zu haben. Und ich würde sagen, an dieser Stelle ist dann mal Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play StarCraft. Ja, Let's Play StarCraft. StarCraft 2 spiele ich ja noch nicht. Also, bis dann.